Guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zur Hamburger Presserunde. Hamburg steht vor einer der möglicherweise teuersten Entscheidungen seiner Geschichte. Für etwa 2 Milliarden Euro soll die Stadt das Strom-, Gas- und Fernwärmenetz von Vattenfall und E.ON zurückkaufen. So jedenfalls will es die Volksinitiative Unser Hamburg, unser Netz. Im September sollen die Hamburger parallel zur Bundestagswahl in einem Volksentscheid über den vollständigen Rückkauf der 35.000 Kilometer langen Strom- und Gasleitungen entscheiden. In dieser Woche haben Befürworter und Gegner dieses Vorhabens ihre Kampagnen begonnen. Wir wollen in der heutigen Sendung einmal klären, was für und was gegen eine solche Rücknahme der Netze spricht und uns auch darüber unterhalten, ob mittlerweile Volksinitiativen und Umweltverbände in Hamburg mächtiger sind als Bürgerschaft und Senat. Um diese Fragen heute zu diskutieren, habe ich mir vier kompetente Gäste eingeladen. Zunächst mal begrüße ich Jürgen Heuer, Landespolitikchef des NDR Hamburg Journal. Herzlich willkommen, Herr Heuer. Ich freue mich auch, dass Martin Kopp da ist. Martin Kopp ist Wirtschaftskorrespondent der Welt und des Hamburger Abendblattes in Hamburg und hat sich in letzter Zeit intensiv auch mit dem Thema Netzrückkauf dort befasst. Herzlich willkommen. Dann ist Sven Michael Veit heute wieder hier, Hamburger Redaktionsleiter der TAZ und immer wieder ein gern gesehener Gast in dieser Sendung. Herzlich willkommen, Herr Veit. Und Manfred Brasch ist hier. Herzlich willkommen. Herr Brasch ist momentan vielleicht einer der einflussreichsten Männer in dieser Stadt, behaupte ich mal. Herr Brasch ist nämlich Landesgeschäftsführer des Bundes Umwelt- und Naturschutz Deutschland, BUND, und hat in dieser Funktion die Elbvertiefung gerade einstweilig verhindert durch eine Klage, hat auch die Auflagen für das Kraftwerk Moorburg per Gerichtsbeschluss deutlich nach oben schrauben lassen, sage ich jetzt mal so. Und er ist auch Sprecher der Netzeinitiative Unser Hamburg, unser Netz und will die Hamburger dazu bringen, in einem Volksentscheid dafür zu sein, also zu entscheiden, dass die Stadt die Netze komplett zurückkauft. Herr Brasch, ist Ihnen eigentlich bewusst, dass Sie momentan möglicherweise einflussreicher in Hamburg sind als die gewählten Volksvertreter? Ich glaube, da muss man die Maßstäbe noch mal zurechtrücken. Natürlich haben wir in den letzten Wochen einiges für die Umwelt erreichen können, aber wir wollen weder die Konfrontation noch die Entmachtung von irgendwelchen demokratisch legitimierten Strukturen, sondern wir wollen mit Argumenten überzeugen. Und wenn es Verwaltungsbeschlüsse gibt, die man juristisch überprüft, dann ist das auch unser Job, wenn wir sehen, dass dort gegen Umweltgesetze verstoßen worden ist. Mhm. Und das Oberverwaltungsgericht hat uns gerade in Sachen Moorburg ja auch recht gegeben. Okay, wir wollen uns um die zentrale oder die wichtiger werdende Rolle der Verbände in der zweiten Hälfte der Sendung noch ein bisschen darum kümmern. Zunächst mal erklären Sie doch mal unseren Zuschauern, warum Sie glauben, dass es richtig ist, dass Hamburg 100% der Netze wieder zurückkauft. Es geht ja hier um die drei Energienetze in Hamburg, Gas, Strom und Fernwärme. Solche Option, dass die Stadt die Netze in die eigene Regie zurückholt, gibt es nur alle 20 Jahre. Das ist nach dem Energiewirtschaftsgesetz so vorgesehen. Diese Verträge laufen jetzt in den nächsten Jahren aus. Und wir haben 2010 damit begonnen, mit dieser Volksinitiative Unser Hamburg, unser Netz, das Thema zu diskutieren. Ist es nicht sinnvoll, diese Netze in die kommunale Regie zurückzuholen und so einen Beitrag zu leisten für mehr Klimaschutz, mehr Verbrauchertransparenz im Sinne der Daseinsvorsorge? Denn Energie braucht jeder und es ist, glaube ich, gut, wenn man diese zentralen Strukturen wieder in die kommunale Verantwortung gibt, weil wir den kommunalen Unternehmen da mehr zutrauen, im Sinne von Klimaschutz und Verbrauchertransparenz etwas auf den Weg zu bringen. Viele Kommunen haben das mittlerweile gemacht. Es gibt eine Zahl von 2007 an betrachtet, haben mittlerweile in ganz Deutschland 170 Kommunen genau das gemacht. Die haben gesagt, warum sollen wir dieses auch lukrative Geschäft den Privaten überlassen? Wir können es auch und wir können vor allen Dingen damit auch einen Beitrag für unsere Bürger und Bürgerinnen leisten, die ja bekanntlich auch an der Energiewende und an Klimaschutz interessiert sind. Herr Heuer, das hört sich doch ganz plausibel an, oder? Was ich immer nicht verstehe, ist, warum es zur Energiewende beiträgt, wenn man die Leitung hat, weil die Produktion von Energie findet nicht in den Leitungen statt. Das finde ich, muss immer noch mal ein bisschen erklärt werden und stellt auch eigentlich die Frage, also zu welchem Preis kaufen wir uns eigentlich diese Netze zurück? Und da gibt es ja den Gegenvorschlag oder des Senats, oder das ist die gültige Beschlusslage. Ihr Vorschlag ist der Gegenvorschlag, 25%. Und worauf ich mich eigentlich freue in den nächsten Wochen und Monaten, ist, dass das ja eine hochinteressante, eine spannende Frage ist, über die Hamburger wirklich intensiv dann auch mal diskutieren können. Auch über die Frage, wie viel Geld wollen wir
für den Effekt, den es gibt, ausgeben. Der Senat hat, glaube ich, 544 Millionen ausgegeben, verbunden mit bestimmten Investitionen von Vattenfall, die da damit verbunden waren. Bei Ihnen sind es über 2 Milliarden, sagt der Senat jedenfalls. Und die These ist, das können wir uns nicht leisten. Und ich bin jetzt mal gespannt, auch auf Ihre Argumentation zu sagen, an welcher Stelle sparen wir eigentlich Geld ein oder können wir uns das doch leisten? Rentiert sich das möglicherweise? Hochinteressante Diskussion. Und auf die freue ich mich. Insoweit bin ich auch immer ein Freund davon, dass die Bürger direkt in solche Fragen mit eingreifen können. Wo ich manchmal Skepsis habe, ist, ob die Politik insgesamt noch handlungsfähig ist, wenn wir davon zu stark Gebrauch machen und jede Frage, jedes Infrastrukturprojekt in dieser Stadt diskutieren. Das ist auch eine Gefahr, die ich sehe. Herr Veit, Sie haben geschrieben über die Expertenanhörung. Es gab eine große Expertenanhörung im vergangenen Jahr, war das, glaube ich, wo es um den Vorschlag... 2011, glaube ich. 2011 war es sogar schon, als die Diskussion begann. Wo es darum ging, ob der Vorschlag des Senates, den er jetzt schon umgesetzt hat, 25,1% der Netze zu kaufen, sinnvoll ist. Wie bewerten Sie denn das? Ist das ein sinnvoller Kompromiss? Der Senat sagt ja, wir sichern uns Einfluss, haben eine Garantiedividende und deswegen ist es die beste Lösung. Also auf der Expertenanhörung, die im Rathaus stattfand, hatte der Senat, hatte die SPD nur einen halben Experten, der seiner Meinung war. Alle anderen haben das Konstrukt auseinandergenommen und eindringlich davon abgeraten. Der halbe Experte war der selbst von der SPD geladene und der hat sich versucht so durchzuwursteln, konnte weder klar Ja noch Nein sagen. Es war eine relativ peinliche Aufführung für die SPD, für den Senat. Wie sinnvoll das jetzt ist, hängt meines Erachtens wirklich von zwei Punkten ab. Nämlich kann man über die Netzhoheit, den Besitz der Netze, die Energiewende steuern, in dem erwünschten Sinne, vermutlich von uns allen erwünschten Sinne. Und zweitens stimmt die Behauptung der Initiative, dass man damit fürchterlich viel Geld verdienen kann. Fürchterlich haben wir nicht gesagt. Es gibt ja diese sogenannte Garantierendite von 7% und so weiter und so weiter. Und dann gibt es die Behauptung, ich habe es jetzt noch nicht nachgeprüft, wenn wir die nächsten Geschäftsberichte gerade von Vattenfall abwarten, dass Vattenfall jährlich 300, 400, 500 Millionen Euro mit diesen Netzen verdienen sollte. Das würde erklären, warum sie die nicht freiwillig hergeben. Würde aber natürlich die Position des Senats schwächen und die Position der Initiative stärken, wenn es stimmt, dass es ein Dukatenesel ist, mit dem Hamburg Geld verdienen kann und nicht ein Groschengrab ohne Ende, wie eine zweite Elbphilharmonie, wie der SPD-Fraktionschef gerade gesagt hat. Bevor wir das noch mal weiter detailliert versuchen aufzuklären, würde ich Herrn Kopp noch mal fragen, wie ist Ihr Eindruck, was die Stimmungslage in der Bevölkerung ist bei diesem Thema? Also es gibt eine Reihe von Umfragen und eine Umfrage aus vor der Jahreswende, die Vattenfall in Auftrag gegeben hatte, ist zu dem Schluss gekommen, dass wohl 58% der Bürger für einen Rückkauf der Netze sind. Das ist aber eine unqualifizierte Umfrage gewesen. Da wurde nicht differenziert, ob ein kompletter Rückkauf oder nur ein Teilrückkauf der Netze besser ist. Es gibt in dieser Umfrage auch noch etwas anderes evaluiert, nämlich wie viele Leute sich überhaupt dafür interessieren. Und da liegt das Thema bei 2%. Das muss nicht so bleiben. 2%? 2%. Also wird niemand interessiert sich dafür? Wenig, ja. Im Moment. Also das brennt den Leuten nicht unter den Nägeln. Das wird sich sicherlich noch ändern, denn beide Seiten, sowohl Befürworter als auch Gegner des Netzrückkaufs, rüsten jetzt langsam auf, verbal. Und da das Ganze ja im Zusammenhang, der Volksentscheid im Zusammenhang mit der Bundestagswahl stattfinden wird, werden auch genug Leute auf den Beinen sein, um dann abzustimmen. Was ich fast ein bisschen schade finde, weil das Thema verdient es eigentlich nicht, im Windschatten einer bedeutenden politischen Wahl behandelt zu werden. Ich weiß, es gibt immer sozusagen den Wunsch der Verknüpfung mit Wahlen, damit die Beteiligung darüber hochgezogen. Das finde ich ein Stück weit unehrlich, weil wenn das Thema so wichtig ist, und kann es nicht nur einer Initiative wichtig sein, sondern es muss auch den Bürgern wichtig sein. Es geht nicht nur um die Frage, haben wir eine Mehrheit der Abstimmenden, sondern für mich ist immer die Frage, wie viele Leute beteiligen sich daran, zu erkennen, wie relevant ist eigentlich für die Menschen ein Thema. Also wenn ich die Bürger beteilige, dann ist auch die Quantität der Teilnehmenden für mich eine wichtige Größe. Und wenn ich diese Zahl höre, 2%, dann macht es deutlich, dass das sozusagen in der Bevölkerung noch nicht den Stellenwert hat, den es verdient auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite würde ich gerne auch mal losgelöst von einer Bundestagswahl wissen, wie viele Leute stimmen eigentlich am Ende ab. Wenn ich da mal auch immer eine Zahl dagegen setzen kann.
Also diese Umfrage, die kennen wir ja im Detail nicht. Vattenfall hält sie ja leider noch unter Verschluss. Aber es gibt auch eine andere Zahl, nämlich wie viele haben das Volksbegehren 2011 unterstützt. Und das waren 116.000 Bürger und Bürgerinnen dieser Stadt, die diese Unterschrift geleistet haben für unser Volksbegehren. Ich denke, das ist auch ein Indiz, was man wahrnehmen muss. Das ist das nach unserem Kenntnisstand zweiterfolgreichste Bürgerbegehren in Hamburg gewesen in den letzten Jahren. 10% der wahlberechtigten Bevölkerung. Die genau. Ist auch noch nicht so überragend viel. Was heißt überragend viele? Aber abgeleitet an dem, was wir an Bürgerbegehren bislang in Hamburg hatten, ist es doch eine sehr starke Zahl. Aber vielleicht noch ein Punkt dazu. Die Volksgesetzgebung in Hamburg ist gerade geändert worden. Volksentscheide finden regelhaft am Tag von Wahlen statt. So es sei denn, dass die Initiative das gerne entkoppelt. Ist so, finde ich trotzdem definitiv schade. Aber das hat die Politik entschieden. Ja, ich würde gerne noch mal zu einem, weil das Ganze ja bisher auch für die Hamburgerinnen und Hamburger ein akademisches Thema ist, weil ich würde mal sagen, der Durchschnittsbürger würde mir auch so gehen, dem ist es egal, wem das Kabel gehört, das den Strom bringt, Hauptsache der Strom kommt. Was natürlich immer von Interesse ist, sind die Energiekosten. Die sind ja sehr stark gestiegen in letzter Zeit. Was würde es denn für die Hamburger bedeuten, für den Endabnehmer, wenn sie sich durchsetzen? Wird dann der Strom günstiger? Das wird Ihnen heute keiner ernsthaft beantworten können. Man muss auch wissen, so ein Strompreis, den Sie als Endverbraucher zahlen, wird ungefähr zu einem Drittel durch die Netzkosten beeinflusst. Das heißt, die anderen zwei Drittel sind Kosten für Vertrieb, für Produktion etc. Und Steuern. Und Steuern natürlich in hohem Umfang. Also von daher haben die Netzkosten einen Einfluss auf den Endverbraucherpreis, klar. Aber ob das nun günstiger wird, kann man heute wirklich nicht absehen, weil der Endverbraucherpreis von vielen Faktoren abhängig ist. Was aber gilt, ist natürlich, dass ein kommunales Unternehmen in erster Linie zwar eine akzeptable Rendite einzielen muss, aber nicht exorbitant sozusagen auf Rendite schielt wie ein privates Unternehmen. Und vor dem Hintergrund gehen wir davon aus, wenn die Gewinne aus den Netzen gemacht werden, dass die dann auch sinnvoll investiert werden und dass man auch nicht alles an den Verbraucher weitergibt, was sozusagen an Kosten zu erwarten ist. Von daher gehen wir davon aus, dass so eine Konstruktion eine gute für den Verbraucher sein wird. Also, da möchte ich insofern gleich widersprechen, weil das ist doch relativ festgelegt, was man bekommt und was man nicht bekommt. Nicht? Also die Netzentgelte sind im Wesentlichen festgelegt. So, und das Energiewirtschaftsgesetz regelt auch relativ klar, was man bekommt und was man nicht bekommt. Ja, also insofern ist es dann doch egal, ob das ein Betreiber, ein städtischer Betreiber ist oder ein privater Betreiber. Etwas anderes ist es möglicherweise bei der Frage, wie man mit den Gewinnen umgeht. Das sehe ich durchaus auch. Da kann man natürlich darüber streiten. Ich glaube, das ist auch für den Senat bei dieser Geschichte nicht das entscheidende Thema gewesen, sondern das Entscheidende für den Senat ist es gewesen, trauen wir uns so etwas alleine zu, die Energiewende? Das ist eine politische Entscheidung. Oder wollen wir das im Verbund mit starken Partnern machen? Ja, und es war auch sozusagen eine Alternative zu den 100%, damit die Bürger sozusagen das Gefühl haben, sie machen es, aber zu einem gemäßigteren Preis. Deswegen die entscheidende Frage, die auch auf Sie in der Auseinandersetzung zukommen wird, ist das mit den 2 Milliarden. Weil es gibt die These, das können wir uns nicht leisten, das Argument, das wird ihnen um die Ohren gehauen. Können wir uns nicht leisten. Noch eine Elbphilharmonie oder wie auch immer, wobei das in der Relation ist, ist alles nicht da. So, und da ist sozusagen, würde mich auch mal interessieren, wie ist eigentlich die Gegenargumentation? Refinanzieren sich diese 2 Milliarden in irgendeiner Weise selbst? Oder müssen wir tatsächlich auf andere Dinge dann verzichten? Und dann müssten Sie auch sagen, auf welche. Ja. Also, zu den 2 Milliarden. Ob das 2 Milliarden werden, das kann man heute noch nicht sehen, weil die Bewertung in so einem Konzessionsverfahren eine etwas andere ist als jetzt bei der 25,1% Geschichte. Aber was häufig in der Diskussion einfach vergessen wird, ist, dass Sie ein relativ sicheres, kalkulierbares Geschäft dann in die Stadt zurückholen. Sie haben, da gibt es Zahlen dazu, natürlich auch relativ garantierte Einnahmen aus dem Netzbetrieb. Nur eine Zahl dazu, für den Bereich Strom hat Vattenfall 2011 Einnahmen von 315 Millionen Euro an Netznutzungsentgelten verzeichnet. Ja, das heißt, das muss man natürlich gegen diese 2 Milliarden auch ein Stück weit rechnen, dass sie ständig garantierte Einnahmen erzielen, weil
Jeder will ja seinen Strom durch die Netze schicken und muss dann zahlen. Wie viel von den 2 Milliarden refinanzieren sich? Also wir haben eine Studie dazu gemacht, die sagt, erstens, die nominelle Höhe des Kaufpreises ist gar nicht so entscheidend, sondern es ist entscheidend, wie Sie das Netz bewerten. Da gibt es mittlerweile Verfahren zu. Das ist jetzt ein Fachbegriff, der heißt kalkulatorischer Restwert. Den setzen Sie fest und danach zahlen Sie dann den Kaufpreis X. Der ist aber so aufgebaut, dass Sie dann auch das eingesetzte Eigenkapital refinanziert bekommen. Unsere Studie sagt, kann ich Ihnen gerne nochmal zuschicken, in 25 Jahren ist das eingesetzte Eigenkapital, was Sie kreditär aufnehmen, refinanziert. Das heißt, Sie bauen mit dieser Konstruktion Tafelsilber für die Stadt wieder auf und immer wieder betont, Sie haben garantierte Einnahmen aus diesem Geschäft, weil es ein relativ regulierter Markt ist. Das hat Herr Kopp ja auch schon gesagt. Letzter Satz. Die Fernwärme ist noch mal was Besonderes, die ist ja nicht im Energiewirtschaftsgesetz geregelt. Und dort, auch Zahlen von Vattenfall, können Sie mit dreistelligen Gewinnen, nicht nur Erlöse, sondern mit dreistelligen Gewinnen rechnen, wenn Sie diese Netze ordentlich managen, zumal die Erzeugungsanlagen auch dazu gehören. Gut, jetzt, das hört sich alles so an, als wäre es wirklich ein Dukatenesel, als sei das sozusagen so berechenbar. Sie haben aber ja auch selbst eingeräumt, dass es ein unternehmerisches Risiko gibt. Deswegen würde ich Sie gerne mal fragen, wenn es richtig schief ginge, was würde dann passieren? Also wo liegt das große Risiko? Also die Bundesnetzagentur, die in diesem Markt sehr stark regulierend einwirkt, die auch Renditen festlegt für Unterhaltung und für Neuinvestitionen, straft einen Netzbetreiber ab, der nicht effizient wirtschaftet. Dann schmelzen diese garantierten Renditen einfach ab. Das heißt, wenn Hamburg tatsächlich nicht in der Lage sein sollte, diese Netze ordentlich zu bewirtschaften, dann haben wir ein Problem. Aber davon gehen wir nicht aus, aus zwei Gründen. Erstens, Hamburg hat ja schon mal mit HEW eigene Stadtwerke gehabt. Ich glaube, Hamburg kann auch so etwas managen. Es gibt Erfahrung im Leitungsnetzgeschäft, im Kundengeschäft bei Hamburg Wasser, da kann man Synergien nutzen. Und sie übernehmen einen Großteil natürlich der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dieser Unternehmen, dieser Netzgesellschaften, die jetzt dieses Geschäft auch betreiben. Das heißt, es gibt keinen Kompetenzverlust, weil sie die Mitarbeiter einfach mit übernehmen und nur das städtische Management dann oben drauf setzen. Und ich hoffe, dass Hamburg da ein gutes Händchen hat, so ein städtisches Management auf die Agenda zu setzen. Auch schon mit ein. Bitte? Die sind die Personalkosten für diese Leute, die dann von Vattenfall zum Beispiel in dieser Gesellschaft. Ja, aber die sind ja jetzt auch in der Kostendarstellung des jetzigen Netzbetreibers ebenfalls abgebildet. Ja, das war nur eine Frage. Als auch die Investitionen. Wir reden jetzt, diese 315 Millionen sind ja nur Einnahmen. Und das sind die Einnahmen. Also ich muss mal ein bisschen trennen. Ich würde gerne einen Punkt noch zu diesen Netzen. Das ist ja völlig richtig, was Sie gesagt haben. Dass die Renditenhöhe abhängig ist von der Effizienz, beziehungsweise dass die Bundesnetzagentur da Regeln eingreift. Man muss aber dazu sagen, dass die Hamburger Netze in einem hervorragenden Zustand sind. Denn die Renditen werden bisher immer voll gezahlt, obwohl sie in privater Hand sind. Das, ja, aber das heißt, dass Sie auch einen intakten Laden übernehmen, Herr Kopp. Und das vielleicht auch nochmal betont, die Verteilnetze, es gibt ja häufig die Diskussion, wir brauchen die Stromautobahnen und die Netze sind nicht gut. Also wir reden ja hier über das Verteilnetz, was den Strom und das Gas sozusagen zu den Endkunden bringt. Die Verteilnetze haben eine ganz zentrale Rolle für die Energiewende. Es hat vor kurzem erst die Deutsche Energieagentur betont, der kommunale Unternehmen betont, dass dort spielt die Musik, weil sie diese Netze umbauen müssen. Sie müssen sie intelligent machen. Sie können das Gasnetz als Speicher sozusagen für die Zukunft nutzen. Und das sind die großen Chancen in den Verteilnetzen. Und hier trauen wir dem kommunalen Unternehmen mehr zu als Vattenfall und E.ON. Aber alles aus 315 Millionen jährlichen Einnahmen. Also das ist Strom. Ja, gut. Wir können jetzt noch ein paar Zahlen melden. Sie haben garantierte Einnahmen, das ist die Botschaft. Herr Veit, der Senat hat sich an Hapag-Lloyd beteiligt. Der Senat hat das Risiko bei der HSH Nordbank, das immer noch viele Milliarden beträgt. Ja. Ist das jetzt der richtige Moment, Ihres Erachtens jetzt noch mal 2 Milliarden auszugeben, um Strom- und Gasnetze zurückzukaufen? Ich hätte damit überhaupt gar kein Problem, wenn die Rechnung von Herrn Braas stimmen würde. Wenn es wirklich so ist, dass man das in 20, 25 Jahren refinanziert hat, ganz fürchterlich viel Geld hinterher noch kassiert, dass man dann wiederum in Hamburger Energienetze, meinetwegen auch in den allgemeinen Haushalt und damit in die Schule, in die Kitas, wohin auch immer, sogar in den Straßenbau stecken kann, hätte ich damit gar kein Problem. Das wäre dann nämlich ein völlig anderer Fall als die HSH Nordbank mit den
Milliardenrisiken in Höhe von, was sind das im Moment, 28 Milliarden für Hamburg und Schleswig-Holstein zusammen oder eine halbe Milliarde für Hapag-Lloyd, von der man nicht weiß, ob man sie jemals wiederbekommt. Das wäre dann ja was anderes. Denn deswegen ist das hier, glaube ich, auch für die Bürger, die dann ja, im Volksentscheid darüber entscheiden sollen, letztendlich der springende Punkt. Nicht, ob der Strom dann grüner wird, sondern ob wir uns das leisten können oder ob wir das damit sogar Geld verdienen, wir als Stadt, als Kommune. Mhm. Das ist, glaube ich, der springende Punkt. Und den bin ich ganz offen, kann ich im Moment noch nicht abschließend entscheiden. Ich würde mir da gerne die letzten Geschäftsberichte, gerade auch von Vattenfall, jetzt für das Jahr 2012, die kommen bis zum Sommer, angucken und auswerten. Und dann werde ich mit genau zu diesem Punkt, ist das finanzierbar, eine Meinung bilden. Es erscheint riskant, nicht? Also wir sind im Zeitalter der Schuldenbremse. Das betrifft eben nicht nur die laufenden Ausgaben, sondern es betrifft auch Investitionen des Haushaltes, die nicht unendlich ausgeweitet werden können. Also das nicht den Kernhaushalt. Also wir geben Geld aus, auch wenn wir sozusagen etwas zurückbekommen. Ich weiß, dass sozusagen, aber mit dem Argument könnte der Staat sich unendlich unternehmerisch betätigen. Und irgendwo ist auch mal so ein Punkt, wo man in der Tat die Frage stellt, übernehmen wir uns da. Gut, diesen Punkt werden wir in der zweiten Hälfte der Sendung gerne noch mal ein bisschen ausführlicher diskutieren. Jetzt gehen wir zunächst mal kurz in die Werbung. Bleiben Sie bei uns, bis gleich. Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Hamburger Presserunde. Wir haben uns in der ersten Hälfte befasst, haben wir versucht zu erklären, was der hundertprozentige Rückkauf der Netze bedeuten würde für Hamburg und ob es sinnvoll ist, das zu tun oder nicht. Im zweiten Teil wollen wir uns ein bisschen mit der Frage befassen, ob mittlerweile in Hamburg Initiativen, Volksinitiativen und die Umweltverbände möglicherweise mächtiger sind als Bürgerschaft und Senat. Herr Heuer, es gibt ja nun drei Beispiele aktuell, die zeigen, wie stark sozusagen außerparlamentarische Politik gerade ist. Einmal hat der BUND die Elbvertiefung verhindert über die Verbandsklage. Dann gibt es immer höhere Auflagen für das Kraftwerk Moorburg. Und nun also dieser Volksentscheid zum Rückkauf der Netze. Wie bewerten Sie das? Ist das Parlament eigentlich entmachtet worden in Hamburg in letzter Zeit? Die ersten beiden Sachen sind ja gerichtliche Auseinandersetzungen. Die dritte Sache ist etwas, was mit dem Thema direkte Demokratie zu tun hat. Aber man kann insgesamt sich vielleicht mal die Frage stellen, ob die Politik heute noch handlungsfähig ist. Der Präses der Handelskammer hat diese Frage auf seiner Rede beim ehrbaren Kaufmann aufgeworfen und damit die Sorgen der Wirtschaft zum Ausdruck gebracht, ob Politik eigentlich noch in der Lage ist, die Parlamente in der Lage sind, das, was sie beschließen, auch tatsächlich dann in die Realität umzusetzen oder ob nicht alles einer gerichtlichen Prüfung unterzogen werden kann oder unter dem Vorbehalt der direkten Demokratie steht. Natürlich, wir leben in einem Rechtsstaat, da muss man das überprüfen können, das war völlig klar. Und es müssen auch die Bürger sozusagen ihre Meinung abgeben können. Das ist für sich genommen eigentlich ein Gewinn für die Demokratie, die wir hier haben. Nur wenn das zu geballt auftritt, wenn es zu sehr sozusagen gerade in Großprojekte immer wieder eingreift, stellt sich die Frage, kriegen wir hier eigentlich noch Politik aus einem Guss hin? Oder leidet auch am Ende auch die Regierungsfähigkeit einer Stadt darunter? Denn hinter vielen Fragen stecken ja nicht nur so edle Menschen wie Herr Brasch, der sich Sorgen um die Umwelt macht, sondern es stecken auch gelegentlich ganz profane Eigeninteressen hinter bestimmten Volksinitiativen, gerade in den Bezirken, wenn es um Infrastruktur, um Wohnungsbau geht. Nee, bei mir bitte nicht, woanders gerne und so weiter. Und da stellt sich schon die Frage, ob uns da nicht was aus dem Ruder läuft. Das ist eine interessante Frage, die wir auch diskutieren dürfen. Ich glaube nicht, dass da was aus dem Ruder läuft von meine These ist eher, es gibt immer mehr Gesetzesfusch, sowohl in der Hamburger Bürgerschaft wie auch in anderen Parlamenten, auch im Bundestag. Es gibt ja eine Reihe von Fällen, wo gerade auch vom Bundestag aus die Leute wussten, mit dem Gesetz werden wir beim Verfassungsgericht vermutlich auf den Bauch fallen. Aber wir machen das jetzt mal und dann wird Karlsruhe uns schon sagen, wie das richtig ist. Dann sind wir aber raus, wir haben ja versucht, unsere Klientel, unsere Interessen zu bedienen, sind leider in Karlsruhe gescheitert. Wir sind nicht schuld. Der andere Punkt ist die Diskussion, die wir hier gerade führen, auch über die Rekommunalisierung der Netze, entspringt ja letztendlich daraus, dass Ende der 90er Jahre die HEW, die Hamburgischen Elektrizitätswerke und auch Rhein-Gas, die Gasgesellschaft, verkauft, privatisiert wurden. Ob das jetzt ein so weiser Entschluss war, damals von der Politik, behauptet heute kein Mensch mehr in dieser Stadt. Alle sagen, es war ein Fehler gewesen. Deswegen, wenn wir uns an diese Situation damals erinnern, unter haushaltspolitischen Gesichtspunkten. Um die laufenden Ausgaben zu finanzieren, wurde die HSE verkauft. Das mag sein. Das spricht schon mal für gut dafür, sich um Haushalte zu sorgen. Bei dem Punkt waren wir es nicht, sondern bei der Frage,
Hätte es damals schon die Möglichkeiten gegeben, per direkter Demokratie darüber zu entscheiden, hätten wir dann diese Diskussion überhaupt, die wir jetzt heute führen müssen. Ja, da hätten die Menschen aber damals entscheiden müssen, wie dann der laufende Haushalt zu finanzieren ist. Und ich will hier gerade die Verknüpfung dieser beiden Punkte auch gerne herstellen, weil dann die Frage auch tatsächlich interessant wäre, wo, wenn wir nicht HIV-Einnahmen haben, die laufende Haushalt, ein Verzweiflungsakt der Finanzpolitik, aber wo denn bitte? Kitas dicht machen, Lehrerstellen streichen, Polizisten länger arbeiten lassen, Müllabfuhr nur alle 4 Wochen. Und das sind doch genau die Fragestellungen, die man auch im Kontext damit... Da muss man aber sagen, das findet ja auch statt bei dieser Netzefrage, denn die CDU hat ja nun ihrerseits geklagt. Also leider muss man sagen... Muss man erklären, vor das Verfassungsgericht in Hamburg gegangen und gesagt, dass der Volksentscheid nicht zulässig ist, weil er zu stark in den Haushalt eingreift. Genau, so, also eine der Begründungen. Noch einen kurzen Punkt zur Historie sagen, wenn ich kurz darf. Ein wesentlicher Punkt, Herr Heuer, damals bei der Debatte um HIV war, dass Rot-Grün festgestellt hat, sie können ihren atompolitischen Kurs gegen den Vorstand der HIV als Aktiengesellschaft nicht durchsetzen. Mhm. Und deswegen hat damals Rot-Grün in Hamburg gesagt, ja, wenn wir keinen Einfluss auf die Atompolitik haben, dann wollen wir uns davon verabschieden, dann nehmen wir lieber das Geld und lassen die HIV ihre Atomkraftwerke alleine betreiben oder eben Vattenfall. Es ging nicht nur um Haushalt, es ging um einen sehr klaren energie- und atompolitischen Kurs, in dem Rot-Grün damals eine Niederlage eingestanden hat. Gut, jetzt hat die CDU, wie gesagt, geklagt vor dem Verfassungsgericht und will verhindern, dass der Volksentscheid überhaupt zustande kommt. Welche Chancen geben Sie dieser Klage, Herr Kopp? Die Frage ist, ob das überhaupt angenommen wird, weil die Frist eindeutig wohl überschritten ist. Also insofern ist das offen. Ich glaube, die Chancen sind vielleicht nicht allzu groß. Ja, man muss natürlich die CDU fragen, warum macht sie das jetzt? Also eigentlich ist die Regelung im Volksabstimmungsgesetz und in der Hamburger Verfassung sehr klar. Sowas muss am Anfang gemacht werden, wenn die Volksinitiative startet. Das macht ja auch Sinn. Ansonsten kommt ein Prozess in Gange und in diesem Fall haben 116.000 Menschen schon mal dazu abgestimmt. Die fühlen sich natürlich dann auch nicht ernst genommen, wenn jetzt auf der Zielgeraden zum Volksentscheid noch eine Verfassungsklage gemacht wird. Also der Zeitpunkt ist hoch fragwürdig, aber es wird wahrscheinlich an der Zulässigkeit schon scheitern. Aber auch die Inhalte, die CDU vorgetragen hat, die sehen wir nicht. Natürlich muss gerade bei solchen Entscheidungen, wo das Volk befragt wird, auch eine Haushaltsrelevanz möglich sein. Das war bei der Primarschule auch so. Also das hat ja auch Geld gekostet. Sonst kann nur noch das Volk über die Farbe von Klohäuschen entscheiden. Das macht ja auch keinen Sinn. Also na gut, aber 2 Milliarden muss man ehrlicherweise sagen, das ist ungefähr ein Fünftel des Jahresetats. Das ist jetzt ein bisschen mehr als ein Klohäuschen. Also ja, natürlich ist es mehr als ein Klohäuschen, aber das ist auch richtig so, weil es so eine zentrale Weichenstellung ist, die nur alle 20 Jahre sich als Option bietet. Mhm. Und natürlich muss jetzt sich das Volk informieren, wie ist das finanzierbar. Ja, dazu werden wir die Argumente vortragen. Mhm. Und diese Vergleiche, die wir mit Hapag-Lloyd und so gemacht werden, die hinken einfach, weil Hapag-Lloyd ist ein hochriskantes Geschäft, während bei den Netzen die Einnahmensituation relativ... Hapag-Lloyd ist Standortpolitik, das ist wieder was anderes, dass man sagt, dass sozusagen der Standort Hamburg gestärkt wird dadurch. Ob man die Netze hat, das stärkt jetzt nicht den Standort. Aber hallo, Sie haben eine Unterstützung der Regionalwirtschaft. Ja. Derzeit fließen die Gewinne doch ganz woanders hin, die Vattenfall macht, und bleiben nicht in der Stadt. Also das ist eine Stärkung. Ja. Eindeutig. Und dennoch wünschte ich mir etwas mehr, dass die Leute sozusagen nicht nur isoliert über Punkte abstimmen, sondern sie in einem stärkeren Zusammenhang sehen. Also gerade wenn wir hier über finanzielle Konsequenzen reden, bei allen, ich wünschte ja, dass das alles auch so hinkommt, dass sie sagen, 25 Jahren gehört uns der Laden, hat sich refinanziert. Es gibt auch andere Berechnungen. Und es ist einfach so, dass die Dinge auch von den Leuten eher in einem Zusammenhang und nicht nur isoliert betrachtet werden sollten. Und das, finde ich, ist eine Gefahr an der Volksgesetzgebung, die wir haben, dass wir hier über isolierte Fragestellungen abstimmen und sie nicht in einem größeren Zusammenhang mehr sehen. Und das ist ja ein Dissens zwischen der Politik, wo die Dinge, ich sage mal, im parlamentarischen Verfahren versucht werden, die in einen Ausgleich zu bringen und auch die Konsequenzen mit abzuchecken. Und das findet mir hier eindeutig zu wenig statt. Die Leute stimmen dann am Ende darüber ab, über die isoliert diese Frage, welche Folgewirkung das hat. Das steht nicht zur Abstimmung. Und damit muss sich die Politik auseinandersetzen. Darüber muss man dann aufklären. Aber ich finde, wir haben ja alle die Fälle erlebt, dass der Souverän falsche Entscheidungen getroffen hat. Davor ist man einfach auch nicht gefeit. Also ich sage nur, die 2001, als 19,4% plötzlich für Schill votierten, dahinter wollte das keiner gewesen sein. Aber ich fühle mich trotzdem. Sowas kann passieren. In diesem Fall. Mit dem Volksentscheid bin ich persönlich ganz entspannt, weil ich davon ausgehe, wenn Herr Brasch und seine Initiative den Abstimmenden nicht
glasklar nachweisen kann, das rentiert sich, dann wird er diesen Volksentscheid verlieren. Das glaube ich nicht, wenn ich das mal als eigene Meinung einbringen darf, obwohl ich ja eigentlich Moderator bin. Ich glaube, das wird sehr stark auf eine Bauchentscheidung hinauslaufen. Denn wir haben eine Konstellation, die guten Naturschützer gegen den bösen Atomkonzern. Ist das nicht die Gefahr bei sowas, Herr Kopp, dass das so emotional entschieden wird und überhaupt nicht so schön ausdifferenziert, wie Herr Veit das nun erhofft? Das weiß ich nicht. Das ist zu früh, das zu sagen. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass es darauf hinausläuft. Weil, ich sagte vorhin, beide Seiten rüsten auf. Mhm. Ich glaube, die Stadt wird ihre Argumente suchen. Ein Satz ist da gefallen, den ich sehr interessant fand. Da hieß es, es besteht für uns kein Neutralitätsgebot, sondern ein Sachlichkeitsgebot. Mhm. Das heißt, die werden sehr wohl und sehr deutlich zur Sprache bringen, was ansteht. Und es wird eben nicht nur darauf hinauslaufen, wollen wir Vattenfall oder nicht, auch wenn die Seite das gerne versuchen möchte. Und so ist es ja nicht, dass sie das nicht versuchen. Also es ist ja immer verbunden. Ja, natürlich ist es verbunden aufgrund der Entscheidung des Senates. Und der Senat muss natürlich auch darstellen, warum er sich an die Seite von Vattenfall ohne Not gestellt hat. Vattenfall steht ja derzeit für eine Energiepolitik, da kann man sich ja nur die Haare raufen. Machen in Kohle, sie machen in Braunkohle, sie machen in Atom weiter wie bislang, verklagen die Bundesrepublik Deutschland vor dem Verfassungsgericht, aber auch noch vor einem internationalen Schiedsgericht. Aber das hat der Senat relativ deutlich gesagt. Er hat gesagt, wir machen es lieber mit Vattenfall zusammen, weil wir gemeinsam das Risiko so tragen, beziehungsweise Vattenfall trägt das Risiko, wir müssen es nicht tragen. Und Vattenfall ist es auch E.ON Hanse, das sollten wir nicht vergessen bei dieser ganzen Geschichte. Sondern so wie ich es gesagt habe, es war eine politische Entscheidung zu sagen, wenn wir die Energiewende wollen, und das muss man Olaf Scholz zugute halten, da ist er wirklich davor und dabei, da etwas voranzutreiben. Und er hat sich gesagt, ich kann es nicht, indem ich 100% der Netze übernehme, weil es steht fest geregelt im Energiewirtschaftsgesetz, du musst völlig neutral jeden durchlassen. Und das ist eben, das werfe ich Ihnen ja vor, dass Sie sagen, wir machen Klimaschutz damit. Warum machen wir denn Klimaschutz damit, wenn wir den Atomstrom genauso durchs Netz leiten müssen wie den grünen Strom? Die Betreibung so. Ist viel zu kurz. Nein, Moment. So, und da ein Punkt noch. Und darum hat der Senat gesagt, wir brauchen starke Partner. Das sind beispielsweise diese Netzbetreiber. Und wir versuchen politisch insofern etwas zu bewirken, indem wir einen Vertrag mit ihnen schließen. Diese 25,1%, damit erkaufen wir uns ja nicht nur einen Netzanteil, sondern wir erkaufen uns auch ein Stück Energiewende damit. Indem nämlich in die Verteilnetze, von denen Sie völlig richtig gesagt haben, dass sie wichtig sind, investiert wird. Indem neue Kraftwerke gebaut werden, Geodierkraftwerk. Auch eine spannende Geschichte, Herr Brasch. Sie haben gesagt, Sie haben immer gefordert, Moorburg ist das Letzte. Wir brauchen ein GOD-Kraftwerk in Wedel. Jetzt kommt das GOD-Kraftwerk in Wedel und Sie wollen es nicht mehr. Moment. Also, 2007 war die Debatte um Moorburg. Da war genau die Forderung richtig, GOD statt Kohle. Hat sich die Stadt und Vattenfall anders entschieden und Sie wissen heute, wo wir stehen mit diesem Kraftwerk, was an dem Rand der Wirtschaftlichkeit ist. Also das ist eine Fehlinvestition, die heute wahrscheinlich keiner mehr machen würde. Die GOD-Diskussion ist deswegen spannend. Ich sage ja nicht, dass das grundsätzlich falsch ist. Was ich den Antragstellern und Planern vorwerfe, ist, dass sie keine Alternativen untersucht haben. Sie haben doch die Situation im Fernwärmebereich, und es geht ja hier hauptsächlich um Fernwärme, dass sie die Gebäude immer besser sanieren. Das heißt, wie ist eigentlich die Entwicklung des Fernwärmemarktes in der Zukunft, das geht nämlich so runter. Ob Sie in der Zeit noch so ein riesen GOD, wie jetzt in Wedel geplant, tatsächlich brauchen, hat niemand ernsthaft untersucht. Das ist der Vorwurf. Nicht generell die Ablehnung dieser Technik, da haben Sie mich richtig zitiert, aber das war 2007. Ich möchte noch mal zu einer Frage kommen, die jetzt die Hamburger alle betrifft bei dem Volksentscheid. Es gibt ja im Grunde genommen nur zwei Möglichkeiten abzustimmen. Entweder man stimmt für die 100%-Lösung der Initiative oder man hat die 25,1%-Lösung, die der Senat nun beschlossen hat. Herr Heuer, was machen eigentlich die Leute, die dafür sind, dass der Staat sich komplett aus den Netzen raushält? Die hätten eine eigene Volksinitiative starten müssen, wie Brasch das macht, um eine massenhafte Bewegung in Gang setzen müssen, wenn die Argumente ihnen so wichtig wären, hätten sie es tun können. Die Lage ist so, der Senat hat einen Beschluss gefasst, das ist sozusagen die Abstimmungsgrundlage und dagegen haben sie sozusagen ein anderes Konzept gesetzt und über diese beiden... Unser Konzept war vorher da, ne?
Ja, aber sozusagen mit Unterschriften unterlegt und den Prozess in Gang gesetzt. Also insofern, die hätten, wenn es eine breite Volksbewegung für Null gegeben hätte, eine Stimmung, also die Menschen auf der Mönckebergstraße sagen, schreien alle Null, nein, das soll so bleiben, wie die FDP sich das vorstellt, dann hätte es diese Initiative sicherlich sozusagen gegeben. Ich kann das so nicht erkennen. Deswegen können die zu Hause bleiben, die Leute, oder das kleinere Übel wählen oder was auch immer. Nicht? Also das ist dann ihnen überlassen. Strategisch ganz klug, glaube ich, vom Senat gemacht, dass auch die Parteien wie die FDP und die CDU ja wohl auch, die eher sagen, 0% ist sinnvoll, jetzt sozusagen den SPD-Senat unterstützen müssen. Ja. Aus Ihrer Sicht. Das kleine strategisch klug gemacht. Sie haben vorhin gesagt, dass dieses Übermaß auch an Volksinitiativen möglicherweise die Stadt unregierbar machen könnte. Deswegen würde ich am Ende noch einmal gerne fragen, Herr Veit, gibt es eigentlich irgendeine Möglichkeit, diese Instrumente der direkten Demokratie, die wir ja prinzipiell, glaube ich, mittlerweile alle auch sinnvoll finden, so zu dosieren, dass eine Regierung trotzdem handlungsfähig bleibt? Oder ist das gar nicht nötig? Also ich glaube, das ist dosiert, wenn wir uns das mal in Ruhe hier in Hamburg angucken. Da gab es vor ein paar Jahren sehr viele Bürgerentscheide, gerade auf kommunaler Ebene, in den Bezirken. Das ist sehr weit abgeflaut. Volksentscheide gab es, glaube ich, erst 3 oder so überhaupt hier in Hamburg. Insofern, das wäre dann, glaube ich, jetzt der 4. mit LBK und Verfassungsänderung, Wahlrecht und noch irgendwas. Oh ja, Primarschule natürlich, Entschuldigung. Aber es gab wohl viele Initiativen und Begehren, die dann übernommen wurden. Insofern ist der Einfluss doch auch sehr deutlich gewesen. Das war beim Transparenzgesetz zum Beispiel so, weil wenn dann das Parlament sagt, ja super, dass ihr die Idee hattet, wir alle 5 Parteien im Parlament sind auch dafür, dann gibt es ja kein Problem. Das ist ja in Ordnung. Aber zu dem Verbandsklagerecht, vielleicht nochmal, das wir da auch hatten, sehe ich auch nicht. So viele Klagen gibt es auch gar nicht. Und wenn ich kurz einen Punkt anführen darf, es gibt eine neue Untersuchung des Bundesamtes für Naturschutz, die ist jetzt 1 Jahr alt. Die haben untersucht, wie war das beim Verbandsklagerecht früher und wie seitdem. Und die haben festgestellt, dass in Deutschland vorher bis 2007 gab es 25, danach 27, es sind 2 mehr geworden. In Hamburg waren es vorher 2, danach 3, insgesamt 5 Verfahren aufgrund des Verbandsklagerechts in dieser Stadt. Und sie haben festgestellt, dass die Erfolgsquote bei diesen Klagen bei 42% liegt. Die normale Erfolgsquote vor Verwaltungsgerichten liegt bei 12%. Daraus schließt diese Studie, dass erstens, es hat zu keiner signifikanten Erhöhung von Verbandsklagen geführt und zweitens, es wird damit auch nicht Schindluder getrieben, weil die sind in der Regel erfolgreich. Herr Foscherau, der Ex-Bürgermeister, hat ja kürzlich auf diesem Sender bei Herbert Schallplatt gefordert, das Verbandsklagerecht abzuschaffen. Ja. Wie sehen Sie das denn, Herr Krupp? Weiß ich nicht, ob man es ganz abschaffen sollte, aber man könnte sich, glaube ich, an einigen anderen europäischen Ländern orientieren, wo es deutlich geringer vielleicht gehängt ist oder so. Das ist eine Diskussion, die muss geführt werden. Die muss übrigens gesellschaftlich geführt werden. Denn ich glaube, wir haben da, das ist ein großes Problem. Da müssen sich alle dran beteiligen. Wenn ich für mich persönlich sagen muss, ist es mir immer noch lieber. Ich habe ein großes Unbehagen, dass immer der Richter zum Schluss entscheiden muss. Mhm. Und mir ist es allemal lieber, dass der Souverän, wenn er auch mal eine falsche Entscheidung trifft, dass der Souverän eine Entscheidung trifft, als wenn das nachher ein Gericht macht. Und das passiert eigentlich viel zu oft. Nee, damit habe ich ein ganz großes Problem, wenn ich das ganz offen sagen darf. Ich will gar nicht, dass der Souverän das macht. Ich will auch gar nicht, dass die Richter das machen, sondern dass die Politiker versucht, noch mal ihren ordentlichen Job machen. Wenn zum Beispiel Politik und Verwaltung bei der Elbvertiefung 3 Verfahren brauchen, um eine Planfeststellung hinzulegen. Mhm. 2-mal ziehen sie ihre eigenen Pläne zurück, weil sie wissen, wir haben Murks gebaut, haben das Verfahren selbst um 4, 5, 6 Jahre verzögert, kommen dann mit der 3. Planung und wundern sich dann, dass die auch noch beklagt wird, weil die immer noch nicht vollständig ist. Dann ist mein Problem damit, dass die Verwaltung, dass Experten, die dafür eingekauft werden, teure Gutachter, Rechtsanwälte und gewählte Politiker, ihren Job nicht ordentlich gemacht haben. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Uns bleibt noch 1 Minute. Deswegen wollte ich noch einmal in die Runde fragen, noch mal zum Volksentscheid. Der wird ja nun im September stattfinden. Werden die Hamburger dafür stimmen, 100% der Netze zu kaufen oder nicht? Herr Kopp, was glauben Sie? Ich glaube nicht. Herr Brasch muss ich wahrscheinlich nicht fragen. Nee, müssen Sie nicht fragen. Ich bin da sehr optimistisch. Wir werden eine gute Kampagne machen und diese geheime Umfrage, die jetzt hier auch schon zitiert wurde, dass 58% dieser Auffassung sind, baut uns natürlich auf. Also ich bin da sehr optimistisch. Herr Veit? Der Volksentscheid wird knapp scheitern. Mit 45% vielleicht oder so. Herr Heuer, was sagen Sie? Ich glaube auch, am Ende sind es 25%, die durchkommen.
Ist aber sozusagen von heute aus gesehen Gefühl, dass das kann einen ja täuschen, wie man in Hamburg sieht. Gut. Ja, wir werden sehen, was dabei rauskommt. Uns das gesamte Jahr bis zum September zumindest noch beschäftigen. Wir hoffen, dass wir ein bisschen zur Erhellung beitragen konnten. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Sonntag. Wiedersehen und tschüss.